meine Lieben, es ist mal wieder Zeit. Ich fahre eine neue Tour. Diesmal bin ich mit dem Auto angereist. Ich habe schon alles umgebaut. Jetzt stehe ich hier in Hützemerth an einem alten Bahnhof. Der scheint sogar geöffnet zu haben. Mal gucken, ob ich nachher auf die Idee komme und mir da vielleicht ein kühles Blondes hole. Ja, die Tour heißt EMTB Trail Tour Fernblick. Das sind knapp laut Outdoor Active 24,3 Kilometer. Ich werde es sehen. Es soll nicht so eine Tour sein wie das letzte Mal, wo ich da die Berge rauf und runter geschossen bin. Karte. Jetzt hoffe ich, dass er mich auch lokalisiert. Das dauert einen Moment und dann geht's los. So, als erstes ging es jetzt von dem schönen Bahnhof direkt wieder auf die Hauptstraße. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit das hier hochgeht, weil dann geht es gleich da oben irgendwo in den Wald und dann schauen wir mal, was das gibt. Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe den Rahmen für die Action Camp vergessen. Ich glaube, ich muss hier schon rein. Das heißt, ich kann die Action Cam nirgendwo festmachen. Das muss heute dann mal so gehen. Und das Ganze fahre ich mal wieder mit Outdoor Active. Also das mit dem Fernblick fängt schon mal gut an. So hat sich die ganze Anstrengung jetzt schon gelohnt. Ich finde es wunderbar. Ja, weiter geht's. Da runter. Ich rechne heute auch damit, ein bisschen dreckig zu werden. Aber bis jetzt finde ich es gut. Schade, dass ich jetzt die Kamera nicht festmachen kann. So, warum ich mir diese Tour heute ausgesucht habe, hat einen speziellen Grund. Ich will mal gucken, wenn ich nachher ein schönes Plätzchen finde, dann werde ich euch mal erzählen, warum. Und deswegen filme ich heute auch akribisch die Wegzustände. Also wie man hier sieht, Mountainbike geeignet. Ja, ich sag mal so, gutes Tracking kommt hier auch durch. Die Tour ist mit vielen Twingle Sales angegeben, aber auch jetzt auf diesem Stück sollen schon viele gewesen sein. Ich habe noch keine wirklichen gesehen. Wenn man das hier als Single Trail nimmt, ich sage eher ne, landwirtschaftlicher Ackerweg. Naja, schauen wir mal. So, jetzt suchen wir uns ein schönes Plätzchen, weil ich habe Hunger, weil heute wieder nichts gegessen. Wir haben es jetzt 13.31 Uhr. Es wird Zeit. So, jetzt wieder ein gutes Stück geteerte Waldautobahn. ATB, ATB durchaus geeignet. Schauen wir mal weiter. Jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen was Besiedeltes. Ich hatte eigentlich vor, was zu essen. Ne? Naja, schauen wir mal. So, da hinten rüber muss ich. Aber wir haben ein Problem. Ist zu. Der Grund ist nicht ganz so ersichtlich für mich. Gut, das scheint schon alles ein bisschen morsch zu sein. Ich denke mal hier vorne, da unten an der kleinen Stelle. Da ist versucht worden bzw. angetestet, wie das Material noch ist. Ich bin hier auf irgendeinem Schützenplatz. Das heißt, ich werde jetzt wieder ein Stück zurück müssen und auf der Straße und dann über die Straße hier rauf. Ist kein wildes Ding. Sprich, ja, die Straße zurück und dann. Aber bis jetzt muss ich sagen, es ist eine schöne, nette, kleine Tour. Gefällt mir. Oh, ich habe auch erst 5 Kilometer davon. So, gegenüber ging es dann schön einen Berg rauf, wie es sich gehört.
aber auch kein Problem, auch zu schaffen. Also bei weitem nicht das, was ich da bei Altena gefahren bin. Aber die Kette knackt, die hat einen weggekriegt auf der Tour. So, was gibt's hier zu gucken? Ach so, hier geht's um eine Waldkapelle. Schön. Die irgendwo mal gestanden hat oder noch steht, ich weiß es nicht. Ich kann nichts erblicken. Können natürlich auch da sein, wo die Pörder da alle drin stecken, aber ich glaube es weniger. Naja, was soll's. Weiter geht's, der Berg ruft. So, jetzt weiß ich, was sie mit Single Trails meinen, dann auch noch bergauf. Das fährt man besser andersrum. Na, mal gucken, kann ich ja noch entscheiden, wenn es denn mal soweit ist. Ich habe mit dieser Tour ja auch was vor. So, da unten war Kapelle Gedöne, da konnte man von hier oben dann auch mit dem Fahrrad ein bisschen näher ran. Hier hatte man so eine kleine S-Steigung drin gehabt. Und hier geht es dann jetzt in die Richtung Single Trail. Darauf. Und in der Beschreibung stand, an diesem Punkt soll man wohl sich mit seiner elektronischen Schiebehilfe mal anfreunden. Huch. Das werde ich dann jetzt auch tun. So, jetzt bin ich wieder auf der Waldautobahn. Da unten ist der Baumschiff, also das war jetzt nicht so wild hier hoch. Ich überlege echt, wenn man das andersrum fährt, dass man hier runter muss, ob das nicht mehr Laune macht. So, jetzt muss ich nur mal schauen. Da bin ich. Ja, dann geht es jetzt in die Richtung weiter. Doch andere Richtung. Das mit der Outdoor-Active-Steuerung ist so eine Sache. Wenn ich die nochmal fahre, wird ohne gefahren. So, jetzt bin ich hier wieder an der Stelle. Weil das ist so ein bisschen irritierend. Oh, oh, oh. Oh, eine Kamera weg. So, geteerte Straße hat mich wieder. Von da komme ich her. Und das war vorhin die Waldkapelle Hünkelshol. Hünkelshol. Also im Moment bin ich echt der Meinung, rückwärts ist die besser zu fahren. Ich habe hier auch ein paar Mal den Bodenkontakt, vielmehr die Haftung verloren. Aber das sollte jetzt hier auf dem Stück ja kein Problem sein. Weiter geht's. So üblicher Feld- und Wiesenweg war bis gerade. Jetzt haben wir hier wieder so ein bisschen Weidenzeugs. Ich denke, für das, was ich vorhabe, ist diese Tour bis jetzt recht gut. Wir haben es jetzt 14.05 Uhr. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wie viel Uhr wir hatten. Ne? Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie eine Stunde hier am Rumeiern. Und habe aber erst 7,8 Kilometer. Also ich lasse es hier gemütlich angehen. Ich denke, das wird eine gute Sache werden. So, ich denke mal so bei Kilometer 10 werde ich Päuschen machen. So, Kilometer 8,1. Da vorne waren ein paar Wurzeln, da hätte ich mich beinahe lang gemacht. Ich bin aber noch auf der Route laut Outdoor Active. Jetzt ist es hier etwas unwegsam. Aber aufgrund meiner doch hervorragenden Reflexe konnte ich diesen Sturz abfangen. Da habe ich ja jetzt mal gar keinen Bock drauf gehabt. Also mir geht's gut, es geht weiter. Ja, hat man richtig Abenteuer noch hier. Ach Leute, ihr dürft euch freuen, alle die mitkommen wollen. Ach, ich find's gut. Ja, dann werden wir das mal ein bisschen filmen hier. Das Gekraxel. Ja, natürlich. Natürlich. Autsch. Ja, wo ist denn der Weg? Ja, da ist er ja. Ach du Schande, was haben wir denn hier? Das ist doch wieder
Abenteuer pur. Ja, so, ups, das da. Muss das eigentlich sein? So, jetzt kann man entweder weiter rauf oder weiter runter. Ich entscheide mich für weiter runter. So, wir haben Kilometer 10, die suchen wir jetzt mal was zum Häusle machen. Da hinten bei den weißen Häusern, ich hoffe man kann es sehen, da bin ich aus dem Wald gekommen. Stück Straße. Und jetzt hier schon wieder rin. Da hinten war eine schöne leichte Abfahrt. Bisschen matschig war es. Aber der Reifen hinten hat nicht mehr viel Profil, von daher habe ich keine Angst, dass ich groß dreckig geworden bin. Das werde ich jetzt aber checken. Doch zuvor muss ich mal schalten. Vielleicht sollte ich die Kamera doch mehr mit dieser Hand halten. Ist eh besser wegen der Bremsanlage. Ja, jetzt brauche ich noch ein schönes Eckle. Oh, ein Bunker. Jetzt finde ich hier ja was Schönes. So, 11,8 Kilometer. Ich habe hier dem Schorsch seine Panoramahütte gefunden. Die war sogar in der roten Beschreibung mit drin. Ja. Was haben wir denn hier? Okay. Und heute nicht. Schade. Naja, dann würde ich sagen, mache ich es mir mal gemütlich. Ah. So, aber erstmal einen Schluck trinken. Die Autos stören mich jetzt schon ein bisschen, ne? Gehört, war ich mal Bäcker. Belegtes Brötchen. Guten.
So, nach einem kleinen Intermezzo da runter. Befinde ich mich jetzt hier an einem Parkplatz. Schön mit der Bänkle wieder. Und einem genialen Ausblick. Also davon habe ich dieses Jahr sehr viele abbekommen. Jetzt, wo es Herbst wird, die unterschiedlichen Farben in der Ferne. Naja, jetzt wird mir komisch, ich weiß. Aber nein, Scherz beiseite, ist wirklich sehr schön. Auch diese schönen Bänke, die mittlerweile hier überall hinsetzen. Allerdings ist das Rauf- und Runterkommen von so einer Bank immer so eine Sache. Vorhin habe ich mir nämlich die Hose kaputt gemacht. Ich habe ja auch so viele. Naja, weiter geht's. Kaum zu glauben, aber wir haben hier tatsächlich mal ein paar Schilder stehen, die diesen Weg sogar bekünden. Panorama-Höhenweg. Das heißt Panorama, Mensch. Berg Neustadt. Rundweg 5 Kilometer. Achso, das ist der andere hier. Ja, schön. Schön, schön. Da gibt es nur eins. Weiter geht's. Ich habe schon gedacht, welcher Torfkopf hat die Runde hier aufgezeichnet. Jetzt geht's hier schon wieder so weit runter. Und da unten stehen auch noch mal ein paar Schilder. Oh ja, müssen wir durch. Ist aber alles machbar. So, wir sind jetzt bei Kilometer 17. Ach, Randalen. Heißt das nicht Vandalen? Naja. Ja, guckst du, wa? Mit einem fetten Bembe. Viele Gummersbacher hier. Naja. So, Kilometer 17. Ich komme da aus dem Wald. Wir gucken mal, was da auf dem Schilde steht. Nachher Ruhe 5 Jahre anschließend ab der Labaye, genau jetzt. Euer Block hier Hanghausen, ne? Nach Dortagen, alles klar. Haben wir. Ja, ich bin ja an irgendeinem komischen Denkmal. Muss jetzt da irgendwie weiter. Und wollte euch noch mal eben kundtun, was aus meiner Bremsanlage geworden ist seit der letzten Tour. Ja, ich habe mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, so 40 Öcken, und habe einmal vorne komplett neu gemacht und hinten auf eine größere Scheibe umgerüstet. Ne, da habe ich was zwischengesetzt, so ein Adapter, und dann auf eine große Scheibe. Und ich muss sagen, beste Idee ever. Seitdem hat die vordere wesentlich weniger Belastung. So, jetzt muss ich aber nur mal gucken. Und hinten, ja, auch perfekt. Also läuft super. Jetzt weiß ich nur noch nicht so richtig, wie ich hier weiter muss. Ja, dann theoretisch. Das ist die Hauptstraße. Ach du Schande. Das wird jetzt wieder so ein Durcheinander hier. Naja, schauen wir mal. So, jetzt geht es hier durchs beschauliche Örtchen. Was haben wir hier? Nett, nett, nett. Das war mal vielleicht eine Gaststätte. Oh, jetzt muss ich aber bremsen. Das mit der Aua. Mit einer Hand. Das ist schlecht. So, die Sachlage war jetzt gerade ein bisschen verwirrend da unten an der Straße. Vor allem also kreuz und quer, das hätte man einfacher machen können. Naja gut, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie es geht. Wieder Bänkle. Aber ich habe nichts mehr zum Festspannen. Ach ja. Naja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht da hinten. Deswegen, das war jetzt hier irgendwie, ja gut, keine Hauptverkehrsstraße, das ist schon mal wichtig. Weil da hinten geht es wieder auf die Straße, dann auch ein ganzes Stück wieder zurück.
Also das war jetzt hier nicht wirklich sinnvoll, aber nun gut. So, kann man es sehen? Ich hoffe doch. Ich musste mal kurz den Weg korrigieren. Ich dachte, es geht da oben hoch, aber es geht hier weiter. Schön geschottert, Stück auf Straße, immer noch machbar. Schade, von da oben komme ich jetzt, das lief so gut, ich habe gehofft, es geht hier weiter runter, aber nö, hier geht's weiter. Und ich muss auch gleich irgendwo mal wieder auf Bahntrassen kommen, habe ich mir überlegt. Ah ja, das dauert noch. Weil auch auf dieser Strecke gibt es einen Fledermaustunnel. Ich hoffe, der ist noch geöffnet, ich bin ziemlich spät dran für die Geschichte, weil meistens werden die Oktober ja schon geschlossen, von daher... Drücken wir uns mal die Daumen. So, weiter geht's. So, kaum aus dem Wald raus, geht's wieder ein Stück off the road. Relativ geschmeidig. Für alle Pedelec-Fahrer, ja, 2 von 3 auf Last. Ich fahre jetzt auch im dritten Gang. Meine rechte Pedale knackt. Aber ich habe es heute auch nicht auf Stromsparen angelegt. Ganz im Gegenteil. 25 Kilometer und ich weiß, der Rückweg findet mit dem Auto statt. Dann quasen wir doch auch. Können nicht mehr viel sein. 23 habe ich. Aber wenn sich das wie mit dem Sauerland-Radring verhält, dann rechnen wir noch ein bisschen was drauf. Also ich melde mich, sobald es wieder interessant wird. Ja, genau. So, ich bin am Tunnel. Schön, er ist noch offen, das freut mich. Da düsen wir jetzt mal durch. Keine Fledermäuse sehen. Angenehm hier. So, und da vorne geht's schon wieder raus. So, kleiner Zwischenrapport. Hier sind die kleinen süßen Dinger. Der Wegeringhauser Tunnel und die Fledermäuse.
Viele sagen zwar, die werden hässlich, aber ich finde die süß. So. Da hinten ist die Feuerwehr, da wo es qualmt. Die grillen, so wie es aussieht. Ekelhaft, wie kann man nur. Naja, weiter geht's. Ich bin zurück da, wo ich heute Morgen gestartet bin. Sehr schöne Tour. Im Endeffekt jetzt 28,9 Kilometer. Runde 29 anstatt dieser 24, knack. Egal, ein Stück auf Bahntrasse. Im Hintergrund sieht man noch den alten Bahnhof. Und mit diesem Blick verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich packe jetzt zusammen und dann geht's wieder nach Hause. In dem Sinne, euer Heizi, bis zum nächsten Mal. So, zu guter Letzt mache ich mit euch noch einen Rundgang um den Bahnhof, weil ich wollte auch noch was mitteilen. Also diese Strecke habe ich vor, mit gewissen Leuten als Gruppenaktivität zu planen und durchzuführen. Wer Lust hat, kann sich der ganzen Sache dann natürlich gerne anschließen. Oder auch, wenn er mitfährt, jemanden mitbringen. Einen Termin dazu gibt es noch nicht. Den werde ich noch bekannt geben. Und dann kann man immer noch schauen, wie man das alles so macht. Ich wollte schon sagen, weil hier gingen die Bahngleise doch gar nicht längs. Das haben die ein bisschen umverlegt. Dann hier das Haus Bigger oder so ähnlich. Ja doch. Isamitte Biergarten. Wenn ich jetzt heute noch mehr Zeit hätte, würde ich, glaube ich, da sogar einen Abstecher machen. Aber ich muss zurück, ich habe noch einen Termin in der Stadt, wo ich auch wieder einen Film zu machen werde. Doch, da dürft ihr euch überraschen lassen. Wer definitiv auf diese Tour hier mitkommen wird, ist hoffentlich die Britta, die Andrea, der Sebastian. Wen haben wir denn noch? Das sind so die E-Bike-Pedelec-Fahrer, die ich jetzt so spontan im Kopf habe. Gerne dürfen diese auch mit Anhang hier hinkommen dann und mit mir diese Sache hier bestreiten. Ich hoffe doch. Naja, in dem Sinne, gehabt euch wohl, macht was draus.